Bist du gerade Actionheldenartig aus dem Taxi gestiegen? Digga, Actionhelden, Digga. Ich steige Actionheldenartig aus dem X6. Was war denn heute los, Jokic? So wie ein Dealer, Digga, die fahren hier richtig dick auf, Digga. Wir hatten sogar einen Catering-Wagen, Digga. Ja, Digga, alles ist echt? Da, Digga. Catering ist da. Mo Dirty ist da. Zilla ist da. Legst du deine Lines wie ein Dealer? Ja. Bist du schon wieder hier Tag und Nacht am machen? Ich ficke YouTube. Vielleicht. Das ist mein großer Traum, ja, mit Joker Music im Aufzug stecken zu bleiben. Es ist soweit, Leute. Geil. Kann ich dir endlich mal in die Wäsche gehen? Diesen Tag, ey, Digga. Was Sport? Berlin, nee, kommst du ja zunächst, ne? Wir haben das im Bauch gemacht heute Morgen. Echt? Wir warten 20 Minuten auf den Stepper. Hast du totgelacht, oder was? Ja. Zeig mal. Geil. Ja? Ich probier's mal an. Ja, ist ein bisschen. Drei. Okay, weil ich wollte gerade sagen, der Mikrofonhöhe hatte schon. Abgefilmt, du Wichser, ich fick dich. Hallo. Ich bin kein Freund davon. Er ist mein Freund, deswegen akzeptiere ich das, aber ich hasse diese Kamera. Ja. Geh mal auf. Warte, ich mach doch mal ganz kurz die komischen weg. Die Dortons, cool, Alter, original die Dortons. Joker Music. Schau ab. Bruder, danke, dass du hergekommen bist. Hat Spaß gemacht, Mann. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch zu. Kurz mal dem Homie Mordchip hier zur Seite gestanden. Wie ein Dealer. Das Video müsste jetzt mittlerweile schon draußen sein. Ja, und bei Videodrehs ist es halt immer dasselbe. Du stehst halt 5 Stunden rum, Kamerawechsel, Lichtwechsel, hin und her und am Ende bist du 4 Sekunden im Video zu sehen. Schnelles Geld, wieder vereint. Ich verabschiede mich, die Jungs drehen jetzt noch weiter. Es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin, yeah. Herzlich willkommen, Zilla Tag und Nacht, wieder aus der Hood. Heute sind wir wirklich an einem ganz ungewöhnlichen Ort, zumindest aus Südberliner Sicht. Wir sind heute McFit Wedding eingeladen, Falco Fizzle auch am Start. Fit wie ein Turnschuh morgens um 9. Ghetto-mäßige Verhältnisse hier auf jeden Fall. Heute sind wir mit dem Prototypen unterwegs. Big M Braveheart. Hier geht's deep, deep, nine. Hier geht's deep, deep, nine. Okay, gehen wir deep, nine. Los, hello. Big M Prototype. Wird hier wieder aufgerufen. Ja, ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen Smalltalk und ihr wärmt euch auf, wa? Ja. Okay, da komme ich gleich dazu. So, heute trainieren wir Ferse, Ohrläppchen, Lachmuskel. Lachmuskeltraining ist ganz wichtig. Zilla ist der Einzige, der sich die Logos schon tätowiert, wie zum Beispiel Schnelles Geld, bevor ein Release-Date überhaupt existiert. Ich habe mich immer erst tätowiert, wenn die Singles schon rauskamen. Oder Alben. Ich muss übrigens erwähnen, dass ich hier mit schwerem Gewicht trainiere, wie Zilla und unser Freund Falco, aber ich faste. Also kein Speisekram vom Training, keine Haferflocken, keine irgendwelchen ABC-Produkte. Oh, fuck it. Super. Natural, bro. All natural. Selbst meine Haferflocken, Nashville. Motherfucker! M10! Das Gefühl, dass die Flachbank hier voll hoch ist. Wie? Die Ablage hoch. Ja, in Tempelhof sind die nicht so. In Tempelhof sind die Leute, die haben Fisch. Ja. Auch nicht schlecht, die Methode. Komm! Da-da-da-da-da-da. Big M Braveheart, mein Freund. Wie viel ist das? 135. 35, kein Problem für den palästinensischen Asylanten. Oh, das ist leicht. Mann, dann machen wir ein paar schief. Das ist das Prototyp-Programm, mein Freund. Ein paar schiefe Dinger. Ja, das Gewicht zu leicht ist. Und ein paar gerade, dass du noch einen Pump hast, bevor du wieder Gewicht drauf hast. Ey, ich hab vergessen, ich wollte dir noch was erzählen. Wegen letztens. Wegen diesem Fußballspiel da. Der Verlierer macht Zumba, Digga. Das sah noch bescheuert aus. Ist das besser? Ja, ja. Heute machen wir einen besonderen Familienausflug vor uns. Die O2 World.
Anabolika ist auch am Start. Anabolika und Max Muskelmann, bekannt aus dem neuen Arnold-Video, auf dem Weg jetzt hier zur UFC-Veranstaltung. Und jetzt müssen wir mal den VIP-Eingang suchen. Da hinten ist VIP. Und jetzt haben wir die unfassbare Gelegenheit, uns das Octagon mal von innen anzugucken. Diese YouTuber von heute hier. Genau, diese YouTuber hier. Was geht, Alter? Eins gegen eins oder was? Wer will, kann kommen. Eins gegen eins im Octagon. Ich stehe bereit. Kein Problem. Ich werde definitiv das 1 gegen 1 vermeiden. Wer will, soll auf keinen Fall kommen. Dinge, die Rapper nicht sagen. Brock Lesnar oder was? The Champ is here. Unglaublich, was für ein Schmuckstück. Ich würde mir richtig einkacken hier drin. Wenn das Ding zugeht und dann heißt es nur 1 gegen 1. Okay, jetzt das Rapper-Battle. Vitaly gegen Zilla. Yeah. Wer der bessere Rapper ist, entscheidet sich am Bildschirm. Definitiv. Du nimmst Dan Henderson? Ja, ja. Okay, dann nehme ich den. Alles klar. Beginner 3 Rounds, los geht's. Okay, ich finde, das lädt voll schnell. Oh, jetzt, guck mal. Jetzt wow. Brauchst du. Willst du einmal meckern? Boah, grafisch echt krass, Alter. Das ist ja wie echt. Hier unten im Ring gerade, wa? Ihr sollt nicht kuscheln, ihr sollt nicht ficken. Machen wir doch gerade. Alter, wow. Das war's. Da sieht man sich 3 Jahre gar nicht. Und jetzt jeden. Und dann auf einmal jeden Tag, ist unglaublich. UFC Big Fight Fan. Bist du aufgeregt? Bist du auch ein großer UFC-Fan, oder? Ich bin ein großer UFC-Fan. Ich bin sehr groß. Wirklich? Ja. Also ich bin da immer bei Facebook die ganzen Dinger durch, weißt du? Wir sind erste Reihe, Dicker. Blut, ja, Blut. Ich auch erste Reihe. Blut gegen Blut wird spritzen. Eigentlich Haupteck sind ja, wenn ich gegen dich kämpfen würde. Das wäre geil. Aber ne? Sowas passiert nie. Nee, ne? Da müssen die Gagen richtig, da muss das Geld richtig um zu verspüren. Krass, auf einmal ist ja richtig was los. Sehr aufregend hier. Was ist das? Das war's. Haust du rein, Alter, ich geh jetzt auch, Alter. Ja, wer hat das Gras weggeraubt? Gesilla. Okay, und jetzt filmst du Oscillas Sicht, genau. Und du aber böse gucken. Böse, du böse. Also so gucken. Nein, genau. Yo, was geht ab? Hat der Killer noch immer gestört? Noch nie habt ihr so eine Stimme gehört. Steht mir gut, oder? Hier der Popelstopper. Ja, hier geht's ab, Leute. Yo, was geht ab? Erstes Set hier gerade am Start. Ja, ich schaue auf den Fernseher, sehe meinen Sohn Arnold, wie er einen Rekord nach dem anderen eingefahren hat und ich bin auf jeden Fall mächtig stolz. Yo, Leute, was geht ab? Hier kleiner Szenenwechsel. Opa Zilla ist jetzt am Start mit der Pfeife. Ich habe das in echt noch nie gemacht, aber ich probe jetzt natürlich mal für den Notfall. Hier die wunderschöne Pimp-Karre aus den 60ern, oder wann? Ja, 67. Ab in die Maske. Wie ihr seht, Leute, hier geht's heiß her. Arnold, Videodreh, Tag 2. Wir sind gerade in Kreuzberg, nahe der Bergmannstraße. Besuche jetzt wieder mal meinen Kumpel Jim Tonic. Testo Tape 2 ist in der Endphase. Heute müssen wir noch ein paar Scratches aufnehmen, ein paar Cuts. Und nochmal absegnen, Tracklist durchgehen, abtippen, durchschicken an Major Moves, dass die das alles fertig machen. Hier ist ein legendärer Platz übrigens, guck mal. Hier der Spielplatz gleich. Dort hinten an diesem Zaun haben wir damals Was ist Rap für dich gedreht. Mit Mo Dirty Shit Trip. Check das mal ab, das Video, Was ist Rap für dich. Bei YouTube, unfassbarer Klassiker. Yo, der Killer. Ah, richtig schöner Kreuzberg-Flavor hier. Der wohnt auch schon seit 12 Jahren hier, der Atze. Hier haben wir auch die ganzen UFA-Militär-Sachen früher aufgenommen, wer sich noch entsinnen kann. Hier unten war damals das PX Records Studio. Falls jemand noch PX Records kennt. Guten Tag. Alles fit? Du bist schon am Arbeiten, wie man sieht. Machst du jetzt eigene Beats oder was? Ich
Dicker. Hast gesagt letztens, ne? Rocker, komm ran, Dicker, geh mal Abrechnung. Nächstes Jahr würde ich was sehen. Du stehst auf den Dirty South-Style, ne? Bisschen. Geil, was ist denn das für ein Mac, Dicker? Seit wann ist denn der da? Dicker, das ist der Craig Mac. Craig Mac, Flavor in your ear, Dicker. Geht da, play more. And the Eastside Boys. Terror ist am Start. Ich kann ja heute endlich bei Reach mal alles schauten, wa? Klar. Endlich wäre es schlau, heute die Shouts zu machen. Weil dann haben wir morgen alles da. Ja. Was ich jetzt machen muss, ist die Tracklist aufschreiben, die Major Moves schicken, dann machen die schon mal das Cover und so weiter fertig. Der Song heißt All Day, ja? Dicker? Der Song heißt All Day. Dicker. Wer ist drauf? So, Silla und Momitsche. Danach kommt Porsche 911. Okay, warte da. Das Problem ist, dass ich gerade auf dem Weg ins Basketball bin. Ich kann es erst heute Abend machen. Ist auf dem Weg ins Basketball? Das macht einfach grammatikalisch überhaupt keinen Sinn. Ich stelle mir jetzt, geh lieber zum Basketball und nicht ins ihr Schwaben wieder. Okay, Terror, ich mach die Biege. Pass auf dich auf. Bleib sauber, Motherfucker. Danke für die Gastfreundschaft, danke für Speis und Trank. Gut, ja. Also. Bis morgen, ey, Chapo. Bis die Tage, ey, Chapo, ey, Chapo, ey, Chapo. Denn ich hab unterschrieben, die Gelder sind geflossen. Yo, hört sich an, als ob Trip hier irgendwo sein Unwesen treibt. Mama, seit heute im Handel. Wir sind gerade hier am Alex, am Alexa und wollen uns gleich die CD besorgen. Und jetzt schauen wir doch mal, das sind doch unsere Freunde. Ich bin Fan. Ich bin Fan, Digga. Und was mein Silla angeht, bin ich zufrieden, wenn mein Silla rangeht. Wir sind zufrieden, wenn ich komme und dir mal so die Hand geb. Die Nächte sind kurz, die Tage sind lang. Ich werde es schaffen, doch die Frage. Ah, oh, dirty shit, Grip. Ah, das geht von Aachen in die Welt. Yeah, das geht an alle, die mich nicht kennen und alle, die mich kennen. Alle, die mich. Ich hab das gemacht, bevor ich wusste, dass ich jemals auf einer Bühne stehe. Bitte schön. Das sollte mir zugucken werden. Ja, schuld auf dich. Dankeschön. Viel Spaß, ja. Dann bleibst du was hier? Entschuldigung, ich komme zu dir und dann komme ich. Der Arnold-Song ist ja jetzt auch rausgekommen gerade. Ja, richtig geil. Wir haben schon 5000 Likes bei YouTube. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an Bullshit-TV liegt, aber ja, doch. Aber check das ab auf jeden Fall, Arnold, jetzt out now. Das neue Video ist draußen. Geil, Alter. Ich freue mich für Trip, dass er jetzt sein Album endlich draußen hat, ey, nach 3 Jahren. Das geht, Mann. Kann ich ein Bild machen? Klar, Mann. Ja. Aber nur, wenn du in meiner neuen Serie mitspielst. Ja, alles klar. Killer. Das war auch. Ja, ja, ja. So, ich liebe diese Kaufhausmusik. Is this real, 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 real love? Keine Fahrstuhlmusik. Hey, ist eigentlich eine gute Idee, mal so einen Blog zu machen. Also, wie kauft man eine CD? Hat noch kein deutscher Rapper bis jetzt gemacht. Hier, die habe ich auch noch nicht. Was ist der Unterschied ist mit DVD? Ich glaube, da gibt es einen McDonalds-Gutschein. Oh nee, das geht nicht. Cheeseburger und eine Cola Light. Nee, ohne Scheiß jetzt. Ich weiß nicht. Nee. Da ist die DVD mit dabei. Standard-CD? Oder ich bin, glaube ich, mit auf der Box. Ja, komm, was soll der Geiz? Eigentlich wollte ich nur die Motrip-CD kaufen, ne? Ich bin auf der Alien EP mit drauf, in der Deluxe-Edition hier, Motrip Mama, out now. Richtig krasses Album, hab's schon bei iTunes besorgt. Weil ich gerade so in Feierlaune und im Kaufrausch bin, haben wir gleich noch hier Deutschrap supported, wo es geht, Chelo Up, die haben wir uns besorgt. Obststand, Alex und Alex. Maxwell, auch sehr fresh. Ali Puma, yay! Yeah. Ring der Nebelunge von Masimoto.
und SNAGA, Snagger Fick Deutschland Teil 2. Ich habe damals den ersten Teil brutal gefeiert. So 2006, 2007 oder so muss es gewesen sein. Deswegen, Alter, immer schön Deutschrap supporten, Leute. Kaufen, kaufen, kaufen. Mo Trip, Mama, out now, baby. Jawohl. Wo ist Fabo? Fabo ist arbeiten, Bruder. Silla, Silla, Silla. Bruder, ein Foto will sie noch. Jungs, letzte Foto. Hammer, fertig. Okay, jetzt haben wir noch ein Autogramm vom Master der Zeremonie. Und wie geht's? Gut, oder wie geht's dir? Wie schreibe ich noch mit Dollarzeichen? Ende nichts, aber wieder in Berlin. Vielleicht sehen wir uns noch. Gerne. Ciao. Ich bin stolz auf dich, mein Sohnemann. Du bist kein Drogenjunk und fasst auch nie die Bowle an. Yeah. Arnold, wie der Vater, so der Sohn. Zwei breite Kanten ohne Anabol und Co. Arnold, du bist Daddys ganzer Stolz. Schon dein Schulranzen war mit lauter Hanteln voll. Arnold, du hast die Bowle nie gespritzt. Mein Sohn, du bist so fit, ich bin so froh, dass es dich gibt.